Auf den Fußball-Afrika-Cup fällt ein dunkler Schatten. Kurz vor Beginn des Turniers in Angola wird die Nationalmannschaft von Togo von Rebellen angegriffen. An der Grenze zur Exklave Cabinda eröffnen sie das Feuer auf den Mannschaftskonvoi. Der Assistenzarzt und der Pressesprecher sterben im Kugelhagel. Drei Nationalspieler werden verletzt. Torhüter Kojovi Obibale wird in einer Privatklinik in Johannesburg notoperiert. Der Patient wurde mit einer Kugel aus einem Sturmgewehr getroffen. Ein solches Geschoss setzt viel Energie frei und setzt den Körper unter Schock. Es ist noch zu früh, das genaue Ausmaß der Verletzung einzuschätzen. Das wird sich mit der Zeit zeigen. Nach der Operation gilt der Zustand des Torwarts als stabil. Zu dem Anschlag 5 Monate vor der WM in Südafrika bekennt sich eine Rebellengruppe, die seit 1975 für die Unabhängigkeit der ölreichen Exklave Cabinda von Angola kämpft. Die Rebellen kündigen weitere Anschläge auf die Afrikameisterschaft an. Als Konsequenz aus dem Angriff verzichtet Togos Nationalelf auf das Turnier und reist ab. Südafrika warnt, Parallelen zu ziehen, doch die Ereignisse werfen auch einen Schatten auf die Weltmeisterschaft. Thank you.